Bis auf den letzten Platz war die Theaterabendveranstaltung im Weißen Lamm Hohndorf gefüllt. Ja, ausverkauft. Auf dem Programm stand eine feurige Komödie in drei Akten, das Schrebergarten-Scharmützel. 10 junge Theatermacher aus Lugau haben für dieses Stück lange Zeit geprobt, um es so auf die Bühne zu bringen. Also wir sind die Lugauer Kulturbanausen. Wir proben immer im Kultur- und Freizeitzentrum in Lugau, gehören zum Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises. Und es ist nun mittlerweile unsere 7. Komödie, die wir auf die Bühne gebracht haben, die es wie immer auch auf DVD zu kaufen gibt, wenn Sie mögen. In dieser Komödie rückt die Kleingartenanlage Heiterer Blick in Lugau in den Mittelpunkt des Abends. Die denn dein Kopf drin hast, oder wie? Brauchst du mir doch heute Busch. Brauchst mir doch nichts zu erzählen. Ich weiß schon, dass du dir wieder mal einen wunderbaren Vormittag mit deinem Kumpel Walter gemacht hast, während ich mal wieder die ganze Arbeit hatte. Die Gartenanlage besteht bereits seit 100 Jahren und das soll natürlich gebührend gefeiert werden. Aber die anstehende Festlichkeit wird von einer düsteren Ankündigung überschattet. Ein Gerücht macht die Runde, dass die Anlage abgerissen werden soll, um Platz zu schaffen für einen neuen Supermarkt. Ganz so abwegig ist das Thema der jungen Theatermacher aus Lugau nicht. Denn schon morgen könnte es jede Gemeinde treffen, die im Besitz einer Gartenanlage ist. Was aber brachte die Kulturbanausen darauf, das zu thematisieren und auf die Bühne zu bringen? Ja, es gab ja so oft immer mal die Rede, dass irgendwelche Gartenanlagen in der Umgebung abgerissen werden sollen, weil dort vielleicht irgendwas hingebaut werden soll. Und da haben wir uns einfach die Idee mal wieder aufgegriffen und haben gedacht, das bringen wir doch einfach mal auf die Bühne. Natürlich ein bisschen übertrieben, so wie das zu uns gehört. Und mit ein bisschen Schabernack, wie das die Leute von uns Kulturbahnhausen halt gewöhnt sind. Die Idee stammte wie immer vom Emanuel Korb und vom Danny Meyer. Das sind ja so die zwei Oberkulturbahnhausen, die immer so die ganz blöden Ideen haben. Und die haben das der Gruppe so vorgestellt und die Gruppe fand das ganz schön, hat gedacht, das Stück machen wir. Und dann haben alle so ihre Rolle zusammengefunden, haben alles zusammengesponnen und dann ist halt das Theaterstück rausgekommen. Nein, ich meine, dass sie das Supermarkt errichtet werden soll. Was? Und der Manager, der für das Ganze hier verantwortlich ist, möchte sich höchstpersönlich ein Bild von der Lampe hier machen. Das soll der Deck da einmal mit den Rollen so, dann können wir immer die Zeit laufen. Wenn er lassen wir uns hier bestimmt nicht vertreiben. Genau. Aber was wollt ihr denn machen? Wir haben Unterschriften gesammelt, ja, von allen Sportbesitzern, guckt das an. Und eine Kopie davon, die habe ich nach Dresden ans Landesgartenamt geschickt, ja. Aber wir bekommen nämlich den Vertrager, der vorbeikommt und uns unterstützen will. Scheiße. Das war mein Kuddelmuddelwahn. Es rührt sich Widerstand bei den Laubenpiepern.
Auch der Gartenvorstand Dieter und sein Freund Walter bekommen Unterstützung von Walters Frau Uschi. Anders verhält es sich bei Gudrun, der Gattin von Dieter. Sie hat ein besonderes Interesse am Abriss der Anlage und schlägt sich auf die Seite der Supermarktkette Brutto. Bei all den geführten Dialogen auf der Bühne blieb auch beim Besucher kein Auge trocken. Immer wieder wurden die Akteure auf der Bühne mit Beifallswellen bedacht. Bei Showeinlagen, ob Tanz oder Gesang, wurde das Publikum derart mitgerissen, dass man das hätte als Teil der Aufführung deklarieren können. Und es ist auch kein Wunder, dass dieses Theaterstück, das Schrebergarten-Scharmützel, in 3 Akten aufgeführt wurde. In den Pausen mussten sich die Theaterbesucher erstmal wieder sammeln. Auch die Akteure, denn die nächsten Lachsalven im Publikum warteten schon beim nächsten Auftritt. Die Kulturbanausen sind eine Freizeittheatergruppe mit jungen Mimen, die ihre Wurzeln in der Stadt Lugau haben. Längst sind sie den Kinderschuhen entwachsen. Es hat sie zum Teil in andere Gegenden der Republik verschlagen. Doch zum Theaterspielen finden sie immer wieder in ihre Heimat zurück. Ihre Heimat ist das Kultur- und Freizeitzentrum der Bergarbeiterstadt geworden und somit auch der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises. Die Gartenanlage Heiterer Blick, die es tatsächlich gibt, steht gegenwärtig nicht im Fokus eines neuen Supermarktes. Davon gibt's in Lugau eh genug erstmal.